Way too spooky for me. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Genau. Was machen wir hier? Wir wollen hier hoch. Um diesen Ausgang zu nehmen? Jo. Das ist schon mal gut. Prinzipiell. So, für die nächsten Upgrades, ne? Ja, so viele tausend Sachen, ne? So, Denkfabrik. Dahin. Was haben wir hier? Toxic Biohazard. Ah, gibt schon Schlimmeres. So, ist das das Haus da? Ich denke mal, ne? Jo, das sieht sehr gut danach aus. Sehr, sehr danach aus. X12. Kraftfelder. Okay, was haben wir denn hier? X12, Unterstützungsausforderung. Wir hatten kleine Probleme mit einem unserer Y17 Traumharnische. Leider erstickte ein Mitglied des VX12 Forschungsteams spät gestern Nacht bei der Arbeit an einem Wildkürbissamen. Aus irgendeinem Grund schaltet sich sein Y17 Traumaharnisch nicht ab. Tatsächlich hat er eine Fehlfunktion, die dazu führt, dass der verstorbene Mr. Harris andere Mitarbeiter angreift. Hast du irgendwelche Prototypen, die du uns leihen könntest, um das zu beenden? Unterstützung gewährt. Ich schicke die K9000 Cyberhund-Pistole rüber. Das sollte reichen. Lass mich wissen, wenn es irgendwelche Fragen zur Bedienung gibt. Wir hatten einen weiteren unglücklichen Zwischenfall. Bei dem Versuch, Mr. Harris Traumaharnisch zu zerstören, rutschte das Mitglied des Katastrophenkontrollteams, das die Waffe trug, aus und verlor dabei die Waffe. Unbewaffnet musste das Team fliehen und das Labor versiegeln. Leider ist dein 9000 Cyber- und Pistolenprototyp mit X17 versiegelt worden. Hab ich eine Idee? Ist ein Feind in der Nähe. Nein, Willi. Wo sind denn hier Feinde in der Nähe? Ah. So, nehmen wir nämlich mal diesen Cyberhund-Dingstab-Stoppu mit. Ja. Oh, bitte! Bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffeetassen mitgebracht hast! Nein. Ich muss los. So, Truhen. Genau da. 357er Munition. So, perfekt. Ich denke, ich habe irgendwie, also so eine Intuition, dass ich das da brauchen könnte. Deswegen nehme ich es mit lieber mal. Oh. So. Das könnte ja gegen diese Traumaharnische. Achso, das ist meine Waffe. Okay, was soll das? Ja. Das Ding ist, die können hier wahrscheinlich nicht hoch und ich kann da nicht runter. Was tun wir jetzt? Wir sind an einem Scheidepunkt angelangt. Nun. Das ist vielleicht problematisch. Ich habe noch so eine Idee, ich kann nicht fortreisen. So. Jetzt. Ich habe so eine Idee. Ich könnte... Lyrk, war das das?
Schallemitter. So. Im F-Zellen und E-Zellen. Im F-Zellen hat doch bestimmt Sir. Womit kann ich dienen, Sir? So, ich brauche ja nicht viele. Hier, 10 würden reichen. Und los. Das Ding, ne? So. Nun. Das bringt schon mal nichts. Das bringt gar nichts. Und das hier? Bringt auch nichts. Okay, da kann ich nichts machen. Ich komme hier nicht durch. Auch keine Sachen, die ich irgendwie aktivieren oder so könnte. Dieses Terminal halt ist das einzige, was hier steht. Das war's. Keine Knöpfe. Meine Haarkammer. Generatoren, die man abschießen kann. Ich habe noch eine letzte Idee. Nee, das bringt auch nicht. Okay, ich dachte, ja, draußen wären irgendwelche Dinge. Ich würde meinen exponentiellen Hass auf euch nicht mal mit Binärcode beschreiben. Mhm. Hunde sind eigentlich nicht so schlimm. Aua. Puh. Da. Und drauf. Dann jetzt habe ich noch hier eine Panzerbüchse, ne? Und da hinten ein Köter. Boom. Oh. Haben wir. Satellit-Legierungsforschungseinrichtung. Das heißt, dieser Punkt da. Noch mehr von denen. Es ist eine Genugtuung ohne Gleichen. Es ist unfassbar. Hallo. Tragen die eigentlich auch so Schuhe, so Christian Lobo? Nicht? Lobo tonight. Haben dann auch so eine rote Sohle bestimmt. So aus Blut. Ah, okay, der war vielleicht nicht so gut, der Witz. Ach komm! Okay. Hallo. Ich nehme die mit, weil die bringt halt relativ viel Geld.
Warum ist denn jetzt schon wieder Nacht? Sag mir das dann mal bitte. Das ist ja schrecklich. So. Komm schon, komm schon. Oh, ich muss hier rüber. So. Was haben wir hier? Eine Satellitenlegierungsforschungseinrichtung. Stimmt. Da war ja was. Na, wunderbar. Darauf steht der Tod. Ja. Das ist nicht so gut, aber das können wir beseitigen. Das Problem. Hallo. Den haben wir dann hier durchgedreht, bis der Handys. Hallo? Für Königin und das ist doch Schusswaffen. Warum nutzt du die nicht? Meine ich doch wohl. Hätte jetzt nicht nachvollzogen, wenn er die nicht genutzt hätte. So, wir wissen, dass heißes Eisen wehtut. Also da. Nee, das muss nicht sein, aber wir machen es. Hallo. Mein Gott, wenn ich Hände hätte, würde ich das Leben aus dem Körper wirken. Aha. Aber du hast keine Hände. Ist ja blöd für dich, ne? So. Ruhig halten, was denn? Klagt nur alle auf den Roboter ein. Aua. Zum Glück macht mir Feuer nicht so viel Schaden. Ah! Aua. So. Das war dick. So. Vielleicht ist hier irgendwas Besonderes. Ich glaube nicht. Aber man weiß es ja nicht. Oh, ein Stimpack. Habe ich schließlich nicht genügend. Hi Gorgon! Oh, was ist da? Oh, was ist denn hier? Ein Schrank, Schreibtisch. Aha. Interessant. Komm schon, Alter. So. Hätten wir mal den langen Weg genommen, dann wären wir jetzt schneller. Ach, komm. Das ist eine Barriere. Ich weiß nicht, wie ich die beheben kann. Die Barrieren. Entladene Zellen. Nope, nope, nope. Nichts dabei. Aber wir haben ja schließlich auch unser Gut bekommen. Was wir haben wollten. Achso, das ist noch ein durchgedrehter, bis der Handy gewesen. Big Empty West.
Tunnel, ja. Ich spiel. Ah, es ist so. Wenn es hier wenigstens ein Bett geben würde, ne, oder so. Aber nee. So, wohin? Klein Yangtze. Das ist, glaube ich, das Gefängnis. Kann das sein? So, für den Mr. Cook habe ich das Licht jetzt mal angemacht. Wie spät haben wir? 15 Minuten. Ach, kein Problem. Woher kommen die? Warum kann dann die Musik? Das ist gar nicht gut. Das ist ganz schlecht sogar. Habe ich nicht gesagt, diese Dinger sind stark? Ja. Puh. So, Klein Yangtze. Ich dachte schon. Kann ich hier. Scheiße, Feinde in der Nähe. Hallo? Okay, die sind jetzt nicht so. Irgendjemand schießt hier. Oh Gott. Ah, jetzt kann ich schlafen, oder? Es ist fein, nee. Ah, es kann doch nicht sein. Gut, denn. Ich sehe keinen. Da war irgendwas Gefährliches. Ach komm. Nicht die Dinger. Aha. Wenn du gleich wieder den Kopf verlierst. Ach nein, ich weiß, warum die den Kopf verloren haben. Die haben so ein Band. Hier, wie, die in Dead Money hatten. Und die sind die aus dem Lager rausgegangen. So. Deswegen haben die den Kopf verloren. Jetzt ergibt das Sinn. Absolut ganz schlecht. Absolut ganz katastrophal. So. Oh! Diese Dinger, ne? Mach mich fertig. Oh. Ich kann schlafen, sehr gut. Ich hoffe, es ist nicht weiter schlimm, wenn ich hier an der Oberfläche schlafe. Ich denke mir dann immer, dass da irgendwas passiert. Und ich dann nachts von was weiß ich wem überrascht werde. Seit dieser einen Quest da in Skyrim ist schlimm. Hab ich hier. Das sind die Lautsprechergeräusche aus, XMT! Bald werde ich, Dr. Möbius, dich kontrollieren und die ganze Wissenschaft. Das waren die Lautsprechergeräusche aus, hier. Dead Money. Es regnet.
Da. Kann ich einen Cut machen, theoretisch hier oben? Gut, dann mache ich jetzt einen Cut und bis zur nächsten Folge. Und tschüss.